Willkommen zurück zu Pokémon Heart Gold. Mit unserem vierten Teammitglied Scaraborn sind wir auf dem Weg nach Dukatia City. Aber was ist jetzt los? Opa! Es ist schon wieder Lyra mit ihrem Meryl. Bist du mit der Arbeit fertig? Das Pokémon, das du mir gegeben hast, ist gesund und munter. Du scheinst auch recht fit zu sein. Oh, Markus! Hey, du bist recht fit, hast du gehört? Ich will dir jemanden vorstellen. Das hier ist Markus, ein Trainer. Ich glaube, ein großes Talent. Aber du bist natürlich viel besser. Komm mit, Markus. Was ist denn, Mama, nicht so stürmisch? Ich weiß, was für eine Richtung ist. Ich habe die Originalspiele gespielt. Okay, interessant. Oma, ich möchte dir gerne meinen Freund Markus vorstellen. Oho, meine Enkelin. Oho, meine Enkelin hat sich also einen Burschen geangelt. Sieh mal einer an. Aber, Oma, was redest du da für komisches Zeug? Wir sind einfach nur Nachbarn und nicht etwa... Schon gut, meine Kleine. Wenn du Wett darauf legst, dass wir ihn kennenlernen, hat er bestimmt Talent. Du kannst uns jederzeit gerne wieder besuchen kommen, Markus. Okay, dann mach ich mich mal auf den Weg. Oh, fast hätte ich's vergessen. Hier, das ist meine Nummer auf dem Pokécom. Okay, warum kriegt ihr eigentlich jetzt erst? Hey, sie hat mir ihre Nummer gegeben. Yeah. Sprichst du auch manchmal mit dem Pokémon, das du spazieren führst? Je nachdem, wo und welche Stadt du gerade bist, reagiert es immer unterschiedlich auf dich. Ich beobachte meine Pokémon immer ganz genau und merke mir ihre Reaktion. Wenn du mich anrufst, erzähle ich dir gerne mal ein bisschen was darüber. Bevor du etwas sagst, Oma, ich will deine Nummer nur, weil wir beide Pokémon-Trainer sind. Versteh das bitte nicht falsch. Meryl, genau. ja, nee, ist klar. Und schon ruft mich Annette an. Also ich gehe fremd, definitiv. Ja, die Pokémon-Pension, hier können wir Pokémon... Boah, das Handy nervt, ne, der Pokécom. Hier können wir Pokémon quasi einbuchten und die werden dann nach einer Zeit gelevelt und es kostet dann. Oh, ich hab eine Idee. Soll ich dir vielleicht die Telefonnummer von meiner Frau und mir geben? Ja, jetzt wird's aber zu gut, der Ehre. Auf diese Weise kannst du dich immer mal wieder danach erkundigen, was deine Pokémon so machen. Ich gebe diese einfach mal. Markus hat die Nummer des Pensionleiters im Pokémon registriert. Liras Opa. Ach, gleich zwei, oh mein Gott. Ruf uns ab und zu mal an, wenn du Pokémon bei uns abgegeben hast. Wir sind froh, dass unser Enkelkind diesen Pokémon geschenkt hat. Ein wirklich sehr praktisches Gerät. Stell dich weiter an dein Schild und halt die Klappe. Ein Polizist. Den trifft man nur nachts an, hier auf dieser Route, diesen Trainer. Ich begreife es nicht. Wie machst du das bloß? Was denn? Ich bin sauber. Ich habe ein Alibi. Polizist Mick mit seinem Fukano. Das ist natürlich, da versteht Scaraborn nicht viel Spaß. Gerade mit dem... Mit den KP. Nee, so werden wir... So können wir hier nicht arbeiten. Wechseln wir doch direkt mal rüber zu... Ist eigentlich egal. Feuer mit Feuer bekämpfen oder Hut oder Wati antreten lassen. Aber Hut bräuchte mal die Erfahrung. Aufruhr! Beste Wahl momentan. Wow, Volltreffer, nicht schlecht. Klutsch. Wird mir ganz warm ums Herz. Auf, mach ihn weg. Weg den Dreck, sofort Vollgas, volle Dosis, du kannst schlafen, wenn du tot bist. Das war Mick. Mit starken Pokémon deiner Seite bist du auch in dunkler Nacht stärker. Yep. Hey yo, ich bin der Picknicker, mach den Beat, Digga. Ich vertraue meinen Fähigkeiten als Trainer. Möchtest du dich überzeugen? Nein, aber ich werde ja gezwungen. Na gut, du hast ein Depot, du hast einen Enton. Enton? Nee, den packte mit den KP nicht mehr. Den packte so nicht mehr. Wir sind ja gleich wieder zurück. Beziehungsweise in der nächsten Stadt und können ins Pokémon Center batscheln. Wie ein Enton. Der kriegt jetzt einen gediegenen Donnerschock ab, aber mein Gefühl sagt mir, der überlebt das sogar. Zwar im roten oder gelben Bereich, aber er überlebt das. Macht nix. Direkt nochmal. Und schwupps, ist Enton rasiert. Da-da. Camper Bodo. Mein Team braucht wohl noch mehr Training. Kannst du sagen. Nein, jetzt reicht's mir. Ich habe genug Telefonnummern. Ich werde jetzt schon dauernd angerufen.
Und wenn unwichtige Trainer, dann Mädels. Oh, guck mal, ein Item. Itemsperre. Naja, muss ich niemandem beibringen. Naja, zu schön gewesen, wenn wir hier unbeschadet durchkommen. Traumato. Ich habe ernsthaft überlegt, Traumato bzw. Hypno ins Team zu nehmen. Ja, habe ich mir überlegt. Aber selbst Hypno hat schlechte Werte. Bringt nichts. Ducadia City. Eine schöne, große Großstadt, die aber am Tag besser ist. Einfach von der Logik, dass da mehr Geschäfte geöffnet haben. Ich mache jetzt einfach mal, wie von Zauberhand, lasse ich es Tag werden. Ist das nicht schön, ja? Die Sonne scheint und es ist hellichter Mittag. Und jetzt können wir mit der reden hier. Der Radioturm ist das Wahrzeichen von Ducadia City. Es soll möglich sein, sich dort einen Pokémon kommt, zum Radio aufrüsten zu lassen. Geilomat. Aber wir interessieren uns erstmal vor allen Dingen für das Pokémon Center. Ducadia City ist ja die größte Stadt in Johto. Und deswegen ist hier einiges geboten. Und das werden wir jetzt so ein bisschen erkunden. Es ist schwierig. Wir könnten in die Arena gehen. Aber mit den Pokémon ist nicht zu spaßen, die da am Start sind. Was ist das hier für ein Gebäude? Wir gucken uns am besten einfach mal alles an hier. Das Kaufhaus. Okay, Pokébälle müssen wir kaufen. Vielleicht haben die schon ein paar Superbälle. Zeig mal her. Oder was du sonst noch so hast. Trunk. Vielen Dank. Nee, Hypertrinker machen noch keinen Sinn. Ich kaufe mal ein paar. Blimp. Oh, nee, das ist ja teuer. Egal. Die kaufen wir jetzt halt mal. Leber hätte ich auch schon kaufen können. Ganz kurz zum Fuzzi nebenan. Was der hat. Pokéball. So, sogar schon Hyperbälle. Davon können wir jetzt 6 Stück kaufen. Das ist doch fein. Fluchtseil, Schutz. Superschutz, Topschutz, sag mal. Wunderschön. Wenn wir noch ein bisschen mehr Geld hätten, hätte ich ja noch ein bisschen mehr geshoppt. Aber wir sind schon wieder so gut wie pleite. Brauche ich jetzt gar nicht in die oberen Etagen gehen. Wichtige Items gab es hier meines Wissens nicht. Also man musste hier nicht hin. Ist aber schön, dass es hier ein Kaufhaus gibt. Shopping! Shoppen mit Shiggy. Die Spielhalle. Hey, bleib stehen, alter Mann. Diese Stadt ist wirklich enorm groß. Es gibt hier so viele Gräuser, dass ich schon gar nicht mehr sagen kann, was wo liegt. In der Tat, hier hat man sich oftmals gerne verirrt. Achtung! In der Passage bitte stets vom Fahrrad absteigen. Also wenn man so eine Passage von dem einen Haus zum anderen macht. Was waren hier noch drin? Oh, du sammelst Pokémon. Mein Sohn ist auch ein echter Experte darin. Sein Name ist Bill, aber er ist gerade nicht hier, weil ihn die Leute aus dem Pokémon Center in TX City zu sich gerufen haben. Bill wohnt hier in Ducati City. Krass, der ist doch auf Route 25 bei Otsuwa City. Na gut. Mein großer Bruder Bill hat das PC-Lagerungssystem erfunden. Das ist toll. Nimm dir mal ein Beispiel dran. Okay, doch, dann würde ich sagen, hier hin. Wer hätte es gedacht? Sie will wieder nerven. Ah, Hallöchen, Markus. Genau dich habe ich gesucht. Willst du von mir? Hier in der Ducatia-Passage gibt es einen Kostümierungsladen. Dort kannst du deinen Pokémon mit Accessoires ausstatten und deine Erinnerungsfotos aufpeppen. Das hier, das ist ein Modekoffer. Du bist sicher schon ganz wild drauf, was? Ja, ja, ist ja gut. Keine Panik. Hier, schenken dir. Motorkoffer. Was? Behalt! Was ist denn damit mit dem Dreck? Bewahre einfach alle Accessoires, die du erhältst, im Motorkoffer auf. Solange so wird Zeit für mich. Mach's gut. Bis dann und ciao. Du doch irgendwas? Unten in der Passage gibt es Geschäfte. Aber da liegen so viele Träder rum, dass ich mich nicht runtertraue. Ich muss jetzt mal klarkommen. Was wir da machen? Ich kümmere unser Team an. Sarabon Level 9. Na gut, kommen wir, fordern die Arena heraus. In diesem Part Arena-Action. Ja. Wir wollen den Orden. Aber das ist ein verdammt schwieriges Unterfangen. Scaraborn wird uns noch keine Hilfe sein. Er wäre es, wenn er schon eine richtig geile Kampfattacke hätte. Hat er aber noch nicht. Was? Geht noch nicht, oder was? Die Arena-Leitin hier ist Bianca. Aber sie ist vorhin plötzlich von hier weggegangen und meinte, sie wolle sich ein Radiomodul holen oder so. Zum Radioturm. Wenn es eine größere Angelegenheit ist, dann halt nicht, ja? Ist das der Radioturm?
globales Terminal? Möglicherweise? Echt jetzt? Was ist denn das hier für ein Laden? Globales Terminal. Ja, ich verstehe schon. Das ist exklusiv Hardgold Soul Silver Remake Gedöns. Das hier ist Radioturm. Das ist mal schon ein Team Rocket. Oh, die Lotterie, ne? Ist auch hier irgendwo. Ich bin Beate, die Lottofee. Siehst du eine Nummer mit der ID-Nummer eines deiner Pokémon übereinstimmt, bekommst du einen wunderbaren Preis. Möchtest du die heutige Glücksnummer ansehen? Zunächst sehen wir uns die heutige Glücksnummer der Pokémon-Lotterie an. Der Lottoschein hat heute die Nummer 44693. Wollen wir noch mal sehen, ob sie mit der ID-Nummer eines deiner Pokémon übereinstimmt. Tut mir leid, keines der Nummern stimmt überein. Hier ist Bianca. Hallo, scheiße Bianca. Hier läuft gerade ein Quiz, bei dem man ein Radiomodul abstauben kann. Ich selbst bin auch genau deswegen hier. Aber dieses Quiz ist echt unglaublich schwierig. Meinst du? Bei uns läuft momentan ein besonderes Quiz. Wer alle 5 Fragen richtig beantwortet, bekommt ein Radiomodul geschenkt. Damit kann man überall und jederzeit Radio hören. Man muss es nur in den Pokécom stecken. Möchtest du am Quiz teilnehmen? Es ist verdammt schwer, aber wir machen es auf jeden Fall, ja? Erste Frage. Kann dein Pokémon dir die Karte anzeigen? Ja. Richtig. Ist Nidorina immer weiblich? Ja. Es gibt kein männliches, das heißt ein Nidorino. Verwendet Kurt, der Pokéball-Schmied, Aprikorken als Material. Nein, Aprikokos. Frage 4. Carpador kann keine TM-Attacken lernen. Richtig? Richtig. Die letzte Frage. Professor Eis Pokémon Talk ist eine beliebte Sendung. Ist Marianne die Komoder... Ich weiß es nicht. Wie heißt die? Die heißt anders. Ja, ich habe Nein gesagt und das ist richtig. Die heißt anders. Das war goldrichtig. Glückwunsch. Bitte schön, dein Radiomodul. Der Pokécom von Markus kann jetzt auch als Radio verwendet werden. Wahnsinn, du bist echt klasse. Bei Frage 3 war ich mir so sicher, dass die Antwort Aprikorken lautet. Hoppla, ich muss langsam zurück in die Arena. Aprikorken, ja. Du bist selbst so ein Aprikorken. Na gut, dann halt noch nicht. Dann halt noch nicht weiter. Wir schauen uns erstmal zu Katy City in Ruhe an. Margit, da haben wir es doch. Nicht Marianne, sondern Margit, so heißt sie. Ich stehe absolut auf Margit, die Co-Moderatorin beim Pokémon Talk. Nun ja, zumindest glaube ich das. Bisher kann ich ja bloß ihre Stimme. Ben ist der beste DJ von allen. Oh, diese sonore, sanfte Stimme. Er lässt mich förmlich dahin schmelzen. Bum, bum, bum. Nee, wir machen doch die Arena. Ich kann mich nicht entscheiden. Wir machen jetzt die Arena. Da, 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 da. Ich will die in die Pfanne hauen. Ich habe so ein bisschen Respekt vor ihrem letzten Pokémon, ne? Gott, was ist denn das für eine Arena? Das war doch auch anders. Mann. Hey, du zukünftiger Champ. Diese Arena erwarten dich Trainer mit Pokémon vom Typ Normal. Wenn du sie herausfordern willst, leg dir ans Herz, Kampf-Pokémon im Team zu haben. Hab ich. Kann nur keine Kampfattacke. Aber dafür sind die normalen Attacken eigentlich. Nee, das ist auch egal. Oh, du musst wohl noch etwas wachsen. Du gefällst mir. Aber deshalb werde ich es dir nicht einfacher machen. Ich muss noch etwas wachsen. Ich bin 1,80 Mann. Schönheit macht, ha? Und warum muss ich noch wachsen? Das Scaraborn. Zeig ihm, was ein Furienschlag ist. Visor. Visor. Nintendo. Visor. Das Feuergrün verfolgt mich jetzt mein Leben lang. Ja, das ist optimales Training. Okay, okay, Schätzchen, Mäuschen, Mäuselein. Oder was ist eigentlich Wieso für ein Wiesel? Komisches Wiesel, ehrlich gesagt. Aber ein Wiesel, glaube ich. Aber es lebt nur auf der Wiese. Wer weiß das schon so genau? Martha, sag's mir. Wie Level 13. Das ist mal gut. Komm, wir benutzen mal Ausdauer. Jawohl. Was war Ausdauer nochmal? Genau. Jetzt wird er auch Kratzfurie, sowas ähnliches. Das ist ja... Was ist denn besser, Kratzfurie oder Furienschlag? Der trifft natürlich 4-mal.
glasklare Angelegenheit und ich komplett daneben. Und Gesichte ist Geschichte. Ah, Fee! Jetzt hau doch mal einen Fünfer raus. Jawohl. Drei. Na gut, wenn er jetzt... Ein Hitler. Wollte sagen, wenn er jetzt viermal trifft, dann passt das wunderschön, aber nee. Ist nicht, not so really. Aber es war ein Volltreffer dabei. Die Welt kennt doch Gerechtigkeit. So, Martha. So, den Schlag. Ah, Fey! Level 16. Uiuiui. Ich denke mal, der wird Scarabon besiegen. Aber wenn ich Glück habe, so wie jetzt. Auf, komm. Wenn er jetzt nicht nochmal Ruckzuck-Hieb einsetzt, was blöd von ihm wäre, dürfen wir zweimal angreifen. Jawohl! Kriegen wir den? Komm schon, bitte. Ein bisschen Glück. Oh, Volltreffer, geil! Schön. Level 16, Visor besiegt. Krass. Reicht trotzdem nicht für ein Level-Up. Mal sehen. Ups, schon vorbei? Was bist du denn für eine Bitch? Ernsthaft, so wie die aussieht? Ist das das harmloseste Wort, was ich anwenden kann? So, ganz kurz gucken. Ach so. Ja, das war ein Goldsilberkristall auch an. Das war auch eine langweilige Arena, so vom Aufbau. Schlag ordentlich zu, sonst werde ich es tun. Kein Ding. Dann muss es mir befehlen. Tina schlägt ordentlich zu. Mit Mauzi, auch auf Level 16. Nee, das, da wechseln wir lieber. Bringt nix. Utut braucht seine Level-Ups. Oder er kriegt Sit-Ups. Mit nur einem Bein. So soll es sein. Alter, nicht schlecht, ey. Ist ja Level 16. Weiter. Zahltag. Yay, kann schon meine Geld aufheben. Dabei gehört es eigentlich gar nicht mir. Wie kann man ein Geld erschaffen? Das endet in der Inflation. Mauzi, bist du dir deiner Macht bewusst? Kann's doch nicht sein. Mal versuchen, ob jetzt Scarborn es hinkriegt. Naja, vielleicht aufgrund des Höhers. Ich weiß es nicht. Wir probieren's. Wenn er zuerst angreift, dann vielleicht. Oder wenn Mauzi nur Heuler macht. Dann auch vielleicht. Kriegst du, oder? Geht daneben, ich dreh durch. Ach, komm schon, das hätte klappen können. Ach. Egal. Wir werden jetzt auch zusehen, nicht mehr irgendwie zu versuchen, irgendwie den zu leveln, um jeden Preis. Ich habe gerade eine geile Taktik für Miltank. Miltank rast ja voll aus mit Walzer und so, aber ich habe gerade die Idee. Donnerwelle. Wenn wir Donnerwelle auf Miltank machen, das wird den schon stoppen. Weil Walzer wird immer stärker und das ist das Problem. Das ist ein schweres Arena-Pokémon. Kann man nicht anders sagen. Erstmal alle anderen bashen hier. Siehst du? Das ist mal eine Idee. Vati wird dann beginnen. Beziehungsweise erstes Pokémon war damals zumindest Pipi. Dann kommt Miltank. Kann man sich durchaus blamieren. Ich glaube, in Let's Play Pokémon Gold, dem Free Getter, da war das auch knifflig. Yeah, Vati! Vati for the win. Level 30. Entwickelt er sich wieder. Oh nein, Mauzi, bitte verzeih mir. Was eine aufgetakelte alte E. Was? Hier ist ja gar nichts. Hell, warum bin ich da hingegangen? Warte, wo komme ich denn jetzt weiter? Hä? Das ist meine Verpeiltheit gerade. Hä? Okay, ah ja, jetzt sehe ich's. Wie kann man so blind sein? So, noch zwei Trainerchen. Nur weil ich so klein bin, solltest du besser nicht unachtsam werden. Ich sag doch gar nichts, Jennifer. Snubble, Snubble, Snubble. Alles wird gut. Kopfnuss. Kopfnuss, das haut auch rein.
Obwohl das natürlich physisch ist und Iglavas Stärken liegen in der im Spezialangriff. Obwohl, das hat sich ja ein bisschen ausgeglichen. Egal. Gucken wir, vergleichen wir einfach mal. Schlecker. Was ist dein Lappen bei dir? Flut oder Dings, was bringt mehr? Flut. Siehst du? Flut tut verdammt gut. Oh. Das ist ja blöd. Schleckergedönste. Paralyse, ey. Kann's ja nicht sein jetzt. Schlecker eine Geistattacke, ne? Da kann es ja Snubble. Gut. Nervige Pflichten hier. Aber die letzte Trainerin vor Bianca. Stellt sich so blöd im Weg jetzt. Ich mag niedliche Pokémon lieber als starke. Aber die Pokémon mein Team sind beides. Niedlich und stark. Was kommt denn jetzt, ey? Pipi Pummeluff sowas. Bettina. Pummeluff. Ah, wenn er jetzt anfängt... Er kann mich ja nicht einschläfern, Trollerlol. Ich bin ja paralysiert. Okay. Wollte gerade sagen, wenn er anfängt mit Gesang, aber das klingt eh nichts. Paralyse scheint aber nicht viel besser zu sein. Oh Mann, jetzt mach doch mal. Nicht zu viel, ey. Versagte gegen einen Smash Bros. Veteran. Ich bin ja schon dafür, dass Pummeluff und Smash Bros. Wii U und 3DS mal nicht dabei ist. Flut blockiert, ey. Nee, oder? Jetzt, wo der tausendmal ein Eklat gemacht hat, oder was? Na gut, kriegen wir trotzdem hin. Also weg damit. Es hat aber drei Pokémon. Yay. Noch ein Pummeluff. Pummel. Pummeluff. Blödes Ding. Nur darauf achten, wann wir denn wieder Glut benutzen dürfen. Und... Sehr gut. Iglava, Charmbolzen, vernarrt. Toll. Verliebt. Greif trotzdem an. Also hat sich's. Ich hab gedacht. So, auf. Na, komm schon. Oh, komm schon. Auf ins Blatt. Schöne Leistung. Ja, nur wegen dem Verlieben. Ja, ja. Warti. Unser letztes Teammitglied. Alle anderen sind übrigens schon down. Das anmerken darf. Und nach Pummeluff gibt es noch einen. Vielleicht ja Knuddeluff. Wäre doch was. Ne, ist ja drei Pummeluff. So was macht man doch nicht. Na gut. Seid alle so böse zu mir. Jetzt fängt sie an mit Gesang, ne? Naja. Weil wir jetzt nicht paralysiert sind mit Frau Varti. Naja, irgendwann wacht sie schon wieder auf. Ich bin guter Dinge. Warum auch immer ich das bin. Da, 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 da. Ja. Wir hätten es die anderen Trainer machen sollen, aber egal. Wir werden uns dann Bianca annehmen. Nur jetzt erstmal aufwachen und den Pummeluff erledigen. Dankeschön. Das wird klar gemacht. Der Weg zu Bianca ist frei. Als nächstes werde ich jetzt erstmal zum Pokémon Center laufen und meine Pokémon heilen. Und im nächsten Part treten wir dann Bianca entgegen, der Arenaleiterin von Dukatia City. Nicht verpassen, Daumen hoch, Freunde. Bis dann und ciao.